Bethesda. Machine Games. ID. Und damit seid ihr grüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Englodum, zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Wir spielen nicht im Stream, sondern in der Aufnahme, weil, ja, das im Stream ist ein bisschen riskant. Wir spielen Wolfenstein The Old Blood. Nach Wolfenstein The New Order, Wolfenstein 2, New Colossus und nun ja, irgendwie auch den dritten Teil, Wolfenstein Youngblood, spielen wir jetzt den hoffentlich besser als den dritten Teil, den, das Prequel zum ersten Teil, Wolfenstein The Old Blood, das zeitlich vor den Geschehnissen von The New Order liegt. Aber das wird uns hier gleich noch erklärt werden. Jetzt ist eine Story-Einführung. Davon gehe ich aus. Joa. Willkommen zurück zu den Abenteuern von BJ Blazkowicz. In Old Blood diesmal. Im vierten Wolfenstein-Spiel. Das wir hier auf dem Kanal spielen. Ja, ich würde mal sagen, wir wählen einen freien Speicherplatz aus und ja, starten ein neues Spiel. Einmal kurz in die Option geklickt. Dann würde ich mal sagen, starten wir rein in ein neues Spiel. Lasst uns Nazis töten. Ja, hier haben wir die verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Wie immer in Wolfenstein. Da bin ich der leichteste Modus. Den tue ich mir nicht an, aber den zweitleichtesten, also niedriger Schwierigkeitsgrad für Gelegenheitsspieler. Das trifft auf mich genau zu. Also wir nehmen jetzt nicht den Baby-Modus, sondern wir nehmen leichten Modus. Nötig für mich. Ich hoffe, es wird nicht so wie in Wolfenstein 3 in Youngblood, wo der leichteste Modus zum Erbrechen schwer war. das wird es nicht sein. Also deswegen wird eher wieder an wie die ersten zwei Teile sein. Und dann kam ich mit dem tut mir nicht weh Modus ziemlich gut zurecht. Also auf geht's. Der Krieg ist ja eine Krankheit. So viele Kameraden gehen an ihr zugrunde. Ich spüre den Wind des nahenden Sturms. USA Agent William J. Blazkowicz. Auftrag Operation Wolfenstein. Einsatzbeschreibung: Entwendung geheimer Bürodokumente. Im Hauptquartier des Staatsoberhauptes sprach der Oberbefehlshaber über die jüngsten Erfolge der Armee. Voller Zuversicht, dass der Krieg in nur wenigen Jahren zu gewinnen sei, sprach er dem großen Fortschritt der Waffentechnologie unter der Führung von General Strasse einen großen Anteil an den jüngsten Erfolgen zu. Ist das Gewicht der Welt auf Ihren Schultern zu schwer, Agent Blazkowicz? Ich habe ziemlich breite Schultern, Agent One. Nun, wir verlieren ihn, diesen Scheißkrieg. Hat mir keiner gesagt. Das Hauptquartier hält's unter Verschluss. General Totenkopf fertigt in seiner geheimen Basis unaufhaltsame Mordmaschinen.
Laut Einsatzbesprechung verwahrt eine seiner Offiziere, Helga von Schaps, die Akte in ihrer Basis, Burg Wolfenstein. In der Akte steht, wo wir Totenkopf finden können. Das ist womöglich die letzte Chance, bevor das Regime alles Gute in der Welt vernichtet. Amerika wird niemals fallen. Also, hier ist der Kontrollpunkt. Ihr Deckname? Kommandant Franz, Spezialeinheit des Regimes aus Frankfurt. Die Papiere bitte. Hier. Fahren Sie zum Kontrollpunkt da vorne und zeigen Sie dort Ihre Papiere. Vielen Dank. Wiedersehen. Okay. Sie und ich, Blaskovic. Als Team, wir schaffen das. Ach, also, das Konzept Ihre Tarnung ist ehrlich gesagt grauenvoll. Nicht sprechen. Und lassen Sie Ihre Waffe möglichst lange stecken. Das wird wohl nicht lange klappen. Die Papiere von Kessler sind im Handschuhfach. Da. Wenn die Spielreihe kennen. Das wird nicht sehr lange gut laufen. Wir werden sehr schnell auffliegen. Gehen wir. Nicht vergessen. Wachsam bleiben. Kein Wort. Und mir nach. Klar? Kommandant Franz aus Frankfurt. Ob das funktionieren wird? Nein, wird es nicht. Ach, scheiß drauf. Dann werden wir uns mal wieder durchballern. Ja, da sind wir mittendrin in der Scheiße. Na, sehr toll. Na, gehen wir. Stramm stehen, Fritz. Herr Jäger kommt gleich. Jawohl, der macht Hundefutter aus dir, wenn er dich so sieht. Was soll ich denn dann deiner Mutter erzählen? Entschuldige, Onkel. Nenn mich nicht so. Entschuldigung. Okay. Verwandtschaftsverhältnisse. Was haben wir hier? Der gute Bürger ist pünktlich. Verpassen Sie nicht den letzten Zug. Okay. Hier, bitte sehr. Alles klar. Kann ich durch? Oh no. Guten Morgen, Herr Jäger. Was gibt's, Greta? Kann ich einfach durch? Hier. Augenblick, warten Sie. Aus Frankfurt. Sind Sie Frankfurter? Ja, ein Hotdog. Nicht reden, sagte er. So ein komischer Chaos. Die spinnen die Amis. Hot Dog. Die wird sich wundern, wenn wir an der Macht sind. Weiter. Ach. Greta, bei Fuß. Greta ist der Hund. Ja. Ironisch. Franz, bitte, treten Sie ein. Germanien, Sie nimmt starken Seiten. Okay. Hotdog. Irgendwas musste ich doch sagen. Das war Rudi Jäger, Helgas Stellvertreter. Er soll seinen Hunden Gefangene aus dem Burggefängnis zum Fraß vorwerfen. Aha. Jetzt und immer. 1946. Wir leiten das Kommando. Guten Morgen. Ja. Artikel: Attentat auf Burg von Burg Wolfenstein hingerichtet. Staatsoberhaupt höchstpersönlich legte dem Attentäter, auch bekannt unter dem Namen Terrorist von Burg Wolfenstein, die Schlinge um den Hals, bevor der Mann am frühen Sonntagmorgen am Strang den Tod fand.
Das Staatsoberhaupt zeigte sich nach dem feigen Mordanschlag gut gelaunt und bestens erholt. Auf dem Weg zur Hinrichtung beschmutzte der Terrorist sich gar selbst, als er das Staatsoberhaupt in solch guter Verfassung sah. Möge dies ein nachhaltiges Zeichen sein, dass alle Feinde unseres Landes ein gerechtes Ende finden, verkündete das Staatsoberhaupt, als sich der Attentäter am Geigen nicht mehr rührte. Nach seinem gesundheitlichen Zustand gefragt, antwortete er bestimmt und überzeugt, es ist an der Zeit, die unsäglichen Gerüchte ein und für alle Male zu zerstreuen, dass ich durch den Anschlag schwer verwundet wurde und der Terrorist entkommen konnte. Nichts als Hirngespinste unter Feinden. Wer es wagen sollte, diese Gerüchte weiter zu verbreiten, wird des Verrats angeklagt. Willkommen zu Wolfenstein. Guten Morgen. Ah ja. Guten Morgen. In der deutschen Version alles zensiert und Zeichen. Zeichen ausgeblurrt und. Also nicht ausgeblurrt, sondern verändert. Sehen wir das schöne Wolfenstein-Logo. Spezialeinheit für paranormale Vorgänge. Hatte mal das Pech, hier bei einem Einsatz in Tansania über den Weg zu laufen. Hab ich das schon erzählt, das Gericht? Hatte Schwarzwasserfieber damals. War der schlimmste Tag meines Lebens. Nicht mal eine ausgiebige Whiskykur hat geholfen. Glauben Sie das? Na, was soll's. Diese Burg, sie gehört Helga. Ihr okkultes Forschungszentrum. Wir müssen Totenkopf erledigen, sonst ist der Krieg verloren. Und Helga ist da ganz entscheidend. In ihrem Büro befindet sich die Geheimakte. Darin sollte stehen, wo Totenkopfs Basis ist. Nun, nutzen wir die Chance, greifen seine Basis an, machen ihn kalt, drehen diesen Scheißkrieg um und kommen zurück, pünktlich zum Tee. Ich habe so ein Gefühl, dass das nicht klappen wird. Der Rutscher freischaltet Geheimagent. Das heißt, es wird gleich sehr chaotisch. Gut, los jetzt. Ich schalte den Alarm aus. Sie gehen zu Helgas Forschungszentrum. Wir bleiben per Funk in Kontakt. Halten den Kanal offen. Das wird so leicht nicht werden. Wir werden relativ bald auffliegen. Solange wir das noch nicht sind, genießen wir es noch. Suche Helgas Forschungszentrum. Wir haben es in Burg Wolfenstein hier reingeschafft. Wir müssen jetzt einen Weg zu Helgas Forschungszentrum finden. Archäologisches Forschungszentrum. Zeichnungen haben wir schon 4. Charaktere haben wir noch nicht alle. So, was ist der Anfang? Vorteile. Ach, hier haben wir ein Skilltree, können wir wieder. Was heißt wieder? Können wir skillen? Ja. Expedition Wolfburg, hören Sie mich? Ende. Salutiert, Soldat. Ich tue mich salutieren. Treten Sie bei Infanterie. Ja. Was Sie gestern in den Ruinen gefunden haben, könntest du dir vielleicht so eine Reise leisten? Was haben Sie denn? Über 1000 Jahre alt. Der muss König Otto. Okay, noch müssen wir nicht rumballern. Ein unverfälschtes Touristenziel. Die gute Burg ist glücklich. Ja. Ein Lüft. Das lief ja zu gut. Gut. Bin jetzt im Aufzug.
verstanden. Wache Gesicht. Ah, ja. Jetzt geht's los. Alles klar, bin an der Tür. Schalten Sie den Alarm aus. Warten Sie. Jetzt komm schon. Eine neue Waffe. Sehr schön. Okay, ich bin ein bisschen eingerostet. Hab schon eine Weile lang nicht mehr gespielt. Diese Reihe. Mal schauen, ob ich es noch auf die Reihe kriege. Munition, Munition. Jetzt können wir wieder beidhändig schießen. Ah ja. Mit viel Munition. Notiz zum Forschungsassistent Winkler. Ach so, den wir in Teil 3 als General haben am Anfang. Oder nicht. 28. Februar, im Zug eines Experiments von Objekt Nummer 12.1 aus der Ausgrabungsstätte in Wolfburg kam Forschungsassistent Ernst Ziegler bei einem Brand zu Tode. Als Herr Ziegler versuchte, das Objekt in Betrieb zu nehmen, ereignete sich eine kleine Explosion. Der Oberkörper fing Feuer und die Flammen breiteten sich schnell bis zum Kopf aus. Wir versuchten alles, um das Feuer zu löschen. Aber schließlich erlang er seine Verbrennung. Nun muss ich seiner Frau einen Brief schreiben. Ich muss mir eine gute Erklärung überlegen. Nummer 12-1 ist ein merkwürdig aussehendes Gerät, das aus einer Reihe optischer Linsen, einer Brennkammer mit Spuren von Magnesium und weiteren bisher unidentifizierten Komponenten besteht. Wir haben das Gerät auf etwa 964 nach Christus datiert. Vermutlich war es als stationäre Waffe für größere Schlachten vorgesehen. Es ist unklar, ob es jemals im Einsatz war oder ob jemals ein Exemplar gebaut wurde, das seinen Benutzer nicht in Brand steckt. Könnte dieses Gerät sein, was Albert Einstein in seinen Papieren zur Quantentheorie der Strahlung als Laser bezeichnete? Falls ja, so können wir an der Schwelle der größten wissenschaftlichen Entdeckung des Jahrzehnts stehen. Sobald die Sicherheitsprozeduren verbessert wurden, werden die Experimente fortgesetzt. Gottfried Winkler. Hieß der nicht aus Youngblood? Hieß der nicht so? Hieß der nicht Winkler? Gut, wir rüsten uns aus. Oben auf dem Laufsteg, BJ. Nicht schießen. Ich bin's. Ah, ja. Ausrüstung. Ich sehe mich hier oben rum. Halte auch schon nach einem Tresor. Da muss die Akte drin sein. Hier ist viel zu wenig los dafür, dass hier so viel Heilung, so viel Munition und so viel rumliegt. Also, wenn ich ein Tresor wäre, wo würde ich mich verstecken? Würde ich gar nicht, weil ich nicht denken könnte. Ich würde einfach nur sein. Aber wo nur? Wir haben hier so viele Sachen. Okay. Ich habe den Tresor gefunden, aber die Akte ist futsch. Sie ist nicht hier. Dort unten ist ein Funkgerät. Rufen Sie Kessler damit. Sagen Sie, wir können die Akte nicht finden. Schnell, Laskovic. Ich halte die Stellung. Den Funkgerät, den Funkgerät. Wo ist denn Funkgerät? Ist eine Waage? Ist mir noch keins begegnet hier.
Jo. Sobald ich eins finde. Da ist ein Funkgerät auf Ihrem Stockwerk. Funken Sie Kessler an. Wir brauchen einen neuen Plan. Schnell. Ja, sicher. Hier. Ihr Speer, rufe Falkennest. Falkennest, over. Ihr Falkennest, over. Falkennest, wir können Lucys Geschenk nicht finden, over. Speer, habe Neuigkeiten zu Lucys Geschenk. Wir müssen uns so schnell wie möglich treffen. Alles Weitere besprechen wir dann, over. Roger, Speer aus. Scheiße. Tja. Da geht's los. Dran. Okay. Sehe nix. Bin ein bisschen außer Form. Deckung heraus. Oh oh. Na komm. Ein bisschen Loot sind durch die Menge. Es wird wieder geballert. Dafür waren die ganze Heilung und die ganze Munition. Für die unzähligen Soldaten, die jetzt hier reinkommen. Ich stehe mittendrin. Ein bisschen Heilung ist nicht schlecht. Da oben sind noch Leute. Bevor sie runterhopsen. Hier sind schon runtergehopst. Wo sind die Flachpfeifen? Okay, dann das hätten wir. Wir haben noch eine Chance. Kessler weiß was. Ja, das ist nicht gewährt, dass Sie hier nicht rauskommen. Hier, ich habe einen Weg nach draußen gefunden. Kommen Sie, ich helfe Ihnen hoch. Vorsichtig, ganz sachte. Wo denn? Wir treffen Kessler am Dorfgasthaus. Da. Verstanden. Geschafft. Oha. Kommen Sie schnell! Hier hoch! Doppelläufige Schrotflinte. Nice. Jetzt gibt's kein Zurück mehr, BJ. Immer weiter. Dadurch. Wir haben uns oben gar nicht umgeguckt. Scheiße. Oh oh. Riesenroboter. Autsch. Das lief wohl nicht so gut. Bethesda Softworks. Präsentieren. Ein Spiel von Machine Games. Aha. Wolfenstein, der Oldplatz.
Teil 1, Rude Jäger und die Höhle der Wölfe. Kapitel 1, Gefängnis. Ja, Brunnenschacht, wie es ausschaut. Du bist ganz schön fertig. Blaskowitsch? Ich würde gerade mal, aber kurz. Nein, das wollte ich nicht. Hey, Blaskowitsch! Sind Sie wach da drin? Ja. Ducken kann ich mich immer noch nicht. BJ, antworten Sie! Ja, ich bin hier, Wesley. Gut, gut. Ich bringe uns hier irgendwie raus. Waren Sie schon mal in Snowdonia, Blaskowitsch? Nee, war ich nicht. In den Fluchtweg. Ist unglaublich majestätisch und schön dort. Hügel über Hügel, soweit das Auge reicht. Meine Schwester war dort mit mir manchmal. Autsch. Vor dem Krieg. Damals war ich glücklich. Er hatte immer einen Korb mit Brot und Käse dabei. Ein Bier für sich. Lottis Bier. Eine Limonade für mich. Haben dort sogar einmal ein Fossil entdeckt. Am selben Tag bin ich auf einem nassen Stein ausgerutscht und habe mir den Fuß gebrochen. Das war der schönste Tag meines Lebens. Ich möchte so gerne noch einmal. Das war klar. Holt ihn raus! Jäger will mit ihm sprechen! Okay, jetzt sind wir bewaffnet. Rohre. Die Rohre sind nützlich, um an bestimmte Mauern, Wänden zu klettern, Luken zu öffnen, so brüchige Mauern, Wände und Holzkisten aufzubrechen. Außerdem sind sie nützlich im Nahkampf oder um sich von hinten an einen Gegner anzuschleichen, ihn heimlich zu töten. Drücke Maus 3 oder Maus 1, um zuzuschlagen. Drücke F, um Akimbo mit den Rohren an- und auszuschalten. Hast du dich von hinten an einen Gegner angeschlichen, drücke Maus 3, um ihn zu überwältigen. Drücke Maus 2, um Abwehren mit dem Rohr möglich zu machen. Ich habe aber gerade noch einen Brief, den ich gerne lesen würde. Ist der nicht hier? Wesley ist in einer anderen Zelle und es geht ihm nicht gut. Ich muss den Weg finden, hier rauszukommen und ihn zu mir zu gelangen. Briefe hier. Wer auch immer diese Zeilen liest. Ich heiße Lottie Kohn. Ich wurde hier von Helga eingesperrt. Bitte kontaktieren Sie meinen Vater in Wolfsburg. Sein Name ist Robert Kohl. Er arbeitet in der Bibliothek. Sagen Sie ihm, dass Helga der entweihten Kirche forscht. In der entweihten Kirche forscht. Bitte, es ist sehr dringend. Sagen Sie ihm auch, dass ich ihn liebe. Ein blutbeschmiertes Briefchen. Okay. Okay. Lara Croft lässt grüßen. Richtige Stellen mit einer spitzen Waffe hochklettern. Halt links. Die Maschinensoldaten hängen an diesen Kabeln. Wenn ich den Strom abschalte, gehen sie vielleicht aus. Aha.